Und weiter geht's an die Ostküste. Genauer an den südlichsten Zipfel von Florida. Es heißt Welcome to Miami. Karibisches Flair zwischen Yachthäfen und stylischer Art Deco Architektur. Die dritte Station meiner USA-Reise ist fast schon ein Urlaubsklassiker bei uns Deutschen. Viele fliegen ein über den Miami International Airport. Hier starten wir auch unsere heutige Etappe. Wer Miami und Florida richtig erleben möchte, sowas wie Disneyland, sowas wie Kennedy Space Center und die schönen Strände, der ist gut beraten, sich einen Mietwagen zu besorgen. Und die gibt es in den USA eigentlich für kleines Geld. Eigentlich. Wie die meisten Urlauber haben auch wir schon im Vorhinein eine Reservierung für unser Traumauto gemacht. Ein vermeintliches Superschnäppchen. Ich zahle für mein, Achtung, Cabrio bei dem Wetter, genau das Richtige, für 5 Tage 151 US-Dollar. Das ist ein wirklich sensationeller Preis. Das sind in Euro umgerechnet pro Tag weniger als 30 Euro. Das ist ja unvorstellbar. Natürlich, wer online ein bisschen recherchiert und sucht, der merkt schon, dass der ein oder andere deutsche Tourist genau in der Halle hier vorne, wo es die Mietwagen gibt, eine böse Überraschung erlebt hat. Im Netz hagelt es Beschwerden wegen der Preispolitik hier am Flughafen. Da ist die Rede von Wucher, überhöhten Rechnungen, versteckten Kosten und schlechtem Service. Gründe genug, um den harmlosen Touristen zu spielen. Ich bin gespannt, ob auch ich über den Tisch gezogen werden soll und vor allem wie. Hi. Hallo. So, also hier sind die Unterlagen. Augenblick, hier drin. Ein Fahrer? Zwei Fahrer. Und sofort legt der Verkäufer los. Ja. What does that mean? Was heißt es? Navi ist auch schön. Ja, klar, muss ich ja rumkommen. Yes, yeah. So, yeah. Vollkasko bedeutet, wenn ein Schaden entsteht, kommt die Versicherung komplett dafür auf. Also, wenn jemand ins Auto einbricht oder ihn reinfährt. Okay, ich möchte schon sicher sein. Also, wir nehmen Vollkasko. Natürlich will ich im Urlaub keine Scherereien oder gar hohe Kosten. Kasko, ist ja klar. Du musst ja versichert sein. Navi ist auch gut, um sich hier zurechtzufinden. Naja, ich meine, gute 30 Euro, knappe 30 Euro ungefähr pro Tag kommen wir raus. Das ist gut. Das ist gut. Eine Rechnung, die natürlich so nicht ganz hinhauen wird. Mit ein paar Nebenkosten muss man sicherlich auch rechnen. Sie wissen Bescheid wegen der Maut in Florida? The toll. Ja, die Maut, aber wo die jetzt gilt, weiß ich nicht. Die sind gebührenpflichtig und Bußgelder werden über das Nummernschild abgerechnet. Muss ich das bezahlen? Ja, Sie müssen. Oh. Wegen Obama, eurem Freund. Charmant, aber dennoch dreist, wie einem hier in wenigen Minuten eine Vielzahl von Extrakosten aufgedrückt wird. Meter Unterschrift. Okay. Ein langer Flug, Müdigkeit und endlich soll ja auch der Urlaub beginnen. Ich unterschreibe. Und dann der Schock, schwarz auf weiß. $603. Ich bin seit 17 Stunden auf den Beinen. Das Kopfrechnen fällt mir jetzt nicht mehr so leicht, aber ich merke, ich bin gerade abgezockt worden. Ich weiß jetzt gar nicht, was mir gerade passiert ist. Das muss ich mal genau ansehen. Das kann ja nicht sein, oder? Der erste Schreck setzt sich. Wir müssen noch mal nachrechnen. Entschuldigung, kannst du mir mal kurz helfen? Ich glaube, was da in den Internetforen zu lesen ist, ist fast noch untertrieben. Meine Endrechnung lautet nicht etwa $150, sondern jetzt, Achtung, $600. Das Vierfache? Ach, geh her, hör auf. Das kann ja nicht sein. Das kann ja nicht sein. Jetzt will ich mir das Auto, was mal ein Schnäppchen werden sollte, auch ansehen. Tja, das ist mein Auto hier. Genau den hätte ich haben wollen. Oder will ich eigentlich immer noch haben. Aber für die $150. Von mir aus kommen da ein paar Zuschläge zu. Vielleicht bis zu 50 Euro, dass es $200 werden oder sowas. Aber ich habe hier eine Rechnung. Das stimmt wirklich. Über das Vierfache. Über $600. Das bezahle ich nicht. In dieses Auto steige ich nicht und beschweren tue ich mich jetzt auch noch. Ah, so nicht. Den gebe ich jetzt nicht. Das mache ich nicht. Tut mir leid. Ich will wissen, ob ich ein Einzelfall bin. Und vor allem, wie man mit meiner Beschwerde jetzt umgehen wird. Entschuldigung, wir nehmen das Auto lieber doch nicht, weil jetzt sind so viele Extrakosten zusammengekommen, die wir nicht erwartet haben. Wie machen wir das jetzt? Einfach zurückgeben?
Also wollen Sie die Buchung stornieren? Mhm. Ja, komplett. Sowas kennen die Mitarbeiter hier offenbar. Ich ahne, dass ich nicht der Einzige bin, der es sich hier anders überlegt. Schauen Sie, Steuern und Gebühren betragen 50 Dollar, insgesamt 150. Aber hier bezahle ich 600. Mir ist schon klar, dass was dazukommt, aber das ist zu viel. Ja, aber bei Ihrer Buchung von 150 Dollar ist keine Versicherung inbegriffen. Gar nichts? Nein, gar nichts. Unversichert? Eigentlich unvorstellbar, so einen entspannten Urlaub zu verbringen. Also wenn ich das nicht mache, fahre ich ohne Versicherung. Also meinen Schaden müsste ich bezahlen, den Schaden und Kratzer am anderen Auto, ich müsste alles bezahlen. Das finde ich auch ein bisschen unverantwortlich von der Mietwagenfirma, aber die könnten mir alles, alles ans Bein binden. Flotte Cabrios zu Lockangeboten und dann überteuerte und nicht immer sinnvolle Versicherungen obendrauf. Nicht mit mir. Wir sind ein deutsches Fernsehteam. Wir machen sowas öfter mit verschiedenen Verträgen. Aber diese Autovermietung hat uns nun wirklich alles extra verkauft. Und eigentlich brauchen wir das doch gar nicht, oder? Sie können bestimmte Punkte stornieren auf Ihrer Rechnung. Zum Beispiel brauchen Sie das Mautpaket nicht. Also, er gibt zu, dass die Versicherungen nicht wirklich alle notwendig sind. Warum haben die Kollegen uns das nicht vorher erzählt? Weil meine Kollegen Pakete verkaufen. Wir haben einmal das komplette Paket ohne Selbstbeteiligung. Also der Kollege hat Vollkasko gesagt, das ist deutsch, und dann auf den Knopf gedrückt. Also, das ist ganz schön... Also, was ihr jetzt machen könnt, ist Folgendes. Geht in den vierten Stock zu meinen Kollegen und sagt ihnen, was genau ihr haben wollt und was nicht. Damit könnt ihr dann die zusätzlichen Kosten reduzieren. Okay, vielen Dank für die Hilfe. Sie sind wenigstens ein ehrlicher Mensch. Alles erzählt. Das sehe. Der Manager weiß, mich hat er nicht überzeugen können. Viele Kunden aber werden sich hier im Parkhaus weichkochen lassen. Wir gehen zum Beschwerdeschalter. Entschuldigen Sie, ich will gerne diese Buchung hier stornieren. Das ist einfach viel teurer geworden, als ich erwartet habe. Was ist zum Beispiel diese Gebühr hier? Also als ich gebucht habe, online, habe ich nur 150 zahlen sollen. Mir ist schon klar, da kann ein bisschen was dazukommen, aber na, ich würde gerne alles stornieren. Ja, bitte. Also, der kennt seine eigenen Preise noch nicht mehr. Der wusste doch nicht mehr, was da alles draufsteht. Selbst bei den englischen Positionen. Also bei so einer Firma gebe ich das ganze Auto sofort zurück. 600 Dollar. Nach 3 Anlaufstellen gelingt es mir endlich, die Buchung zu stornieren. Und wie immer auch hier routinierter Umgang mit den Beschwerden. Wir sind nicht die Ersten, die das gemerkt haben, sondern die Ersten, die sich hier beschweren und den Wagen wieder zurückgehen lassen. Ich bin heilfroh, ich habe mir über 500 Euro gespart und jetzt hole ich mir ein Cabrio. So gut wie alle Autovermieter in den USA arbeiten mit solchen übrigens legalen Tricks. Beim Mitbewerber nebenan miete ich mir jetzt zu immerhin transparenten Konditionen ein preiswertes Cabrio. Es muss ganz klar gesagt sein, diese Preise, 50, 60, also wirklich Mini-Preise für Mietwagen, die gibt es nicht. Vorher immer einplanen, dass es 30-40% teurer wird, dann ärgert man sich auch nicht am Mietwagenschalter. Und ich freue mich jetzt, dass das Dach gleich abgeht und ich raus kann nach Miami, endlich. Es hätte ein richtig teurer Spaß werden können. Aber wir waren ja vorgewarnt und wussten, was auf uns zukommt. Man muss halt 3-4 Mal hingucken, was die von einem verlangen. Ich komme mit einem guten Deal jetzt weg. Ich zahle insgesamt für dieses Auto jetzt pro Tag 70 Euro. Ungefähr. Je nach Wechselkurs werde ich am Ende erst erfahren. Auf alle Fälle ist das fast die Hälfte von dem, was ich ursprünglich hätte zahlen müssen. Da macht's Fahren gleich doppelt so viel Spaß.